Ja, willkommen Leute zu Assassin's Creed, dem ersten Teil. Ich mache jetzt mein erstes Let's Play auf der Xbox und Assassin's Creed wollte ich auf jeden Fall spielen. Ich habe bisher selber nur den dritten Teil und den vierten Teil gespielt, will aber auf jeden Fall die ganze Reihe jetzt durchzocken. Und wir starten natürlich mit Teil 1, den ich selber noch nicht gespielt habe. Ich bin also auf jeden Fall gespannt, weil Teil 3 und 4 fand ich echt genial. Und wir starten das Ganze mal. So, starten natürlich ein neues Spiel. Ich bin echt super gespannt. Auch wenn ganz viele sagen, Assassin's Creed 3 war somit der schwächste Teil von allen, weil sie Connor nicht wirklich genial fanden. Aber das war so mein Einstieg. Ich hatte selber noch gar keinen Vergleich. Von daher fand ich es echt cool und habe mir auch direkt Black Flag gekauft. Okay. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und die Torheit und Narrheit. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel Verlust. Und wer Erkenntnis nährt, nährt das Leid. Okay, konnten wir zwar jetzt nicht alles merken. Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verankern. Er lehnt die Behandlung ab und zieht sich zurück. Desmond, versuchen Sie sich zu entspannen. Ich stabilisiere ihn. Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Erkennen Sie, dass nichts, was Sie sehen, real ist. Nur Bilder aus der Vergangenheit. Ihnen kann nichts passieren. Verdammt, es klappt nicht. Einen Moment, Mister. Er passt sich an. Das erste Mal ist nie leicht. Es geht schief. Das reicht, Miss Dirner. Wir müssen ihn herausholen. Sofort. Okay, Desmond. Wir werden jetzt versuchen, sie da rauszuholen. Okay. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Alles okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, na. Ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne Sie noch nicht einmal. Warum tun Sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt. Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Eine weise Entscheidung. Okay. Wurden also entführt und müssen in diesen Animus? Im Innern des Animus. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles?
Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen, die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt Sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen? Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich Ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper Ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wiederzuerleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Okay, wir schlüpfen also in die Erinnerungen unserer Vorfahren. So, das bin dann jetzt wohl ich. Den kann ich bewegen. Ich konnte mich eben auch... Konnte ich den Kopf bewegen nach rechts und links? Warnung, Datenstrom instabil. Versuche, Synchronität wiederherzustellen. Hallo, Subjekt 17. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser mit der Steuerung des Animus vertraut machen können. Anweisungen folgen in Kürze. Der Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen Ihres Ahnen sind. Falls Sie jemals asynchron werden, stellt der Animus die letzte synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen Ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung Ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. Okay, gemerkt habe ich mir die ganzen Funktionen jetzt gerade. Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Okay. Gut. Benutzen Sie nun Ihre leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. So, drücken und halten Sie B. Gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. Okay, ich halte schon mal B gedrückt und gehe mal da durch. Wehe, irgendeiner von euch lässt den Krug fallen. Okay. Gut gemacht. Der Animus unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi. Unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-up-Display den Kontext der Puppenspielereingaben verändert. Exzellent. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Okay. Oh, komm mal her.
Gut. Benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Sollten wir ihn kriegen? Gut gemacht. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat Sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich Ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Okay. Also ist hier ein Mörder in der Nähe? Nein. Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Provozieren Sie den Soldaten. Okay, wie provoziere ich ihn? Provozieren Sie den Soldaten, indem Sie ihn schlagen oder anrempeln oder irgendwo hinspringen, wo er Sie sehen kann. Okay, komm mal her. Ein Assassine! Beachten Sie, dass sich der Status auf entdeckt verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Oh. Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Gut. Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Okay. Zur Hölle damit. Ich habe Besseres zu tun. Genau. Total unwahrscheinlich, dass ich mich da drin befinde. Der Soldat hat Ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können Ihr Versteck verlassen. Exzellent. Durch Anonymität füllen Sie Ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich Ihre Aufgaben als Assassine. Es gibt verschiedene Orte, an denen Sie sich verstecken können. Aber Sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor Sie in einem Versteck verschwinden können. Okay. Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Okay, so sehe ich also aus wie ein Gelehrter. Genau. Dumm, die dumm. Ihr seht mich nicht. Gut. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. So, Adlerauge.
Y drücken, während sie stillstehen und völlig synchron sind. Ah, okay, das funktioniert also nur, wenn wir völlig synchron sind. Dann machen wir das doch mal. Gut gemacht. Okay, gelb Attentatsziel. Ah. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen, folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Okay. Ich denke mal, das war jetzt auch das Tutorial. Der Rest ergibt sich während dem Spiel. Ich denke, während der Ladezeit... Ah, jetzt... Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Exzellenter Streich. Das Glück ist eure Klinge hold. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren, zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt. Nur, dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Okay, das war also die Einführung. Und wie es weitergeht, schauen wir uns im nächsten Teil an. Bis dann!